Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder ein weiteres Battle gegen den Dustin. Hallo. Und heute haben wir mal zwei Pumpkin-Häuser am Start. Meins ist hier, Dustins Haus, das exakt gleich aufgebaut ist, ist nochmal da vorne. Und wir haben jetzt hier wieder verschiedene Fallen vorbereitet, beziehungsweise Items, mit denen wir die Fallen bauen können, um das Haus so sicher wie nur möglich zu machen. Nämlich das Prinzip ist wie immer, wir müssen einen Aktenkoffer verstecken, dann breche ich bei Dustin ein, er wird bei mir einbrechen. Und wer als erstes den Aktenkoffer gefunden hat, hat gewonnen. Und Dustin, so, kann jetzt gleich mal zu seinem Haus gehen, ne? Ja. Ich gehe einfach mal rüber und dann können wir auch direkt anfangen mit dem Fallen bauen. Ja, also hier sieht man nochmal, das Haus ist leer diesmal eingerichtet, also ist gar nichts eingerichtet. Hier ist die Tür, zwei Stockwerke, man kann ein bisschen was außen bauen, falls man möchte, aber so sieht es erstmal aus. Okay Leute, ich bin jetzt endlich fertig mit meinem eingerichteten Fallenhaus. Dustin ist da vorne, ich glaube, der ist auch schon gerade eben fertig geworden. Ich jetzt auch und ich zeige euch jetzt einfach mal alles so, was ich gebaut habe. Also es waren ja komplett die zwei Räume leer. Erstmal habe ich hier am Anfang eine Tür hingemacht, wo man die Schlüsselkarte 1 dafür braucht. Also die Schlüsselkarte dient einfach dazu, die muss man dann da reinmachen. Und nur mit dieser 1er Schlüsselkarte kann man dann in den weiteren Raum. Die habe ich irgendwo außen versteckt und zwar dahinter sind ganz viele Truhen, die ich hin platziert habe. Allerdings ist nur in einer was und zwar hier oben die Level 1 Schlüsselkarte. Und dazu gibt es auch nur einen Weg, da muss ich hier diese Leiter benutzen, auf diese, danach da oben. Das sind eigentlich relativ einfache Sprünge, auf jeden Fall alle machbar. Und dann hat er hier die Level 1 Schlüsselkarte. Mal schauen, ob er vielleicht auch erst den rechten Weg lang geht, also da habe ich so zwei Möglichkeiten gebaut. Dann kann er halt mit der Level 1 Schlüsselkarte, wer jetzt gedacht, in den Raum. Und hier gibt es eigentlich echt nicht viel zu sehen, außer so insgesamt drei Türen, bisschen Redstone-Knöpfe, die alle nur Ablenkung sind. Nämlich, wenn ich jetzt mal wieder in den Game Mode 1 gehe, Game Mode 0 natürlich das gleiche, haben wir hier Barrier Blocks. Und da muss halt einfach schauen, okay, wo, was kann ich machen, da kann ich nicht lang springen. Es gibt eigentlich nichts Besonderes in dem Raum und vielleicht, oder ich hoffe mal, dass das erst spät entdeckt, gibt es dann hier die Barrier Blocks. Und hier oben ist dann eine Kiste mit der Level 2 Schlüsselkarte. Allerdings gibt es jetzt noch was. In der Truhe steht jetzt eine 24. Das ist ein Teil von einem Code. Also der hat die Level 2 Schlüsselkarte, kann dann mit dieser durch die Tür, kommt dann hier nach oben. Und hier sieht es echt ziemlich verwüstet alles aus. Hier gibt es einen Raum, da kann er auch erstmal ein bisschen schauen. Und in diesem Raum gibt es irgendwo einen Code und zwar genau hier, 48, eigentlich relativ versteckt, wenn man sich das mal so anschaut. Also mal schauen, wie schnell er darauf kommt und vor allem er bekommt ja auch ein bisschen Schaden dadurch immer mal wieder. Und hier gibt es ansonsten noch ein paar random Blöcke und somit auch ein verstecktes Jump'n'Run. Einfach hier hochspringen und da vorne geht es dann lang, so das baue ich lieber mal zu. Und hier gibt es dann so einen kleinen Ecksprung, so da muss er dann quasi auf diesen Block springen. Ist eigentlich auch machbar, wenn er hier unten hängen bleibt, muss er Slash Kill eingeben. Nehmen wir an, er kommt mal hier durch, so dann geht es da weiter. Und da ist jetzt dann eben die passwortgesicherte Truhe. Jetzt gab es unten einen Code mit 24 und oben, wenn er das Schild gelesen hat, 48. Das heißt 2448 und damit hat er die dritte Schlüsselkarte. Mit der dritten Schlüsselkarte kann er dann hier rein. So, das baue ich kurz ab, zeige ich das. Dann ist er hier drin. Und dann gibt es erstmal noch ein kleines Jump'n'Run. Hier ist nichts versteckt oder so auf dem Kürbis. Das ist eigentlich relativ easy, kann er nur gerade ausspringen bis nach da vorne. So, da geht es nochmal nach unten. Und hier steht dann oder TP 48185-359. Er kann entweder alles hochklettern oder einfach hier auf das Schild achten und sich dann vielleicht mit einem Command hoch teleportieren lassen. Jedenfalls ist da oben so ein ganz kleiner Bereich, wo er dann spawnt oder halt je nachdem hochklettert. Hier kann er dann nochmal abspringen und unten gibt es ein kleines Wasserloch. Das ist ein Dropper, der dürfte auch nicht so schwer sein. Ich habe es jetzt zwar nicht geschafft, natürlich ist er machbar, ich hätte nur ein kleines bisschen nach vorne springen müssen. Ich denke mal, das bekommt er hin. Und hier ist der Aktenkoffer drin. Also wenn er den als erstes findet, hat er gewonnen. Ich hoffe mal nicht. Ich bin echt mal auf seine Fallen gespannt. Das werden wir jetzt gleich sehen, was er so gebaut hat. Und ich würde sagen, wir sind jetzt gleich im Battle. Dustin und ich sind fertig. Dustin steht bei meinem Haus. Und ich würde sagen, das Battle kann beginnen. Let's go. Alles klar. Okay, erstmal, ich muss dir sagen, ich habe außen was gebaut. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe auch außen was gebaut, aber ich weiß nicht, ob da bei dir hier... gut, da ist eine Menge Fake. Aber ich muss alles mal außen ausprobieren. Okay. Was hast du? Was siehst du gerade bei mir das denn? Ja, eine Riesenwand von außen mit Truhen und allem Möglichen. Ja,
Das stimmt. Okay, so, was kann das sein? Irgendwie. Halt eine gute Frage, ne? Ja, ich glaube mal, ich muss ein bisschen gescheiter da reinspringen. Oh, da gibt's auch noch was. Ist dieser Weg richtig oder falsch? Aber je, das denn? Gibt's hier vielleicht noch was? Ist der Weg richtig oder ist er falsch? Ich glaube mal, das ist richtig, aber ich schaue mir erstmal an, was so sonst noch alles beim Haus ist. Okay, da unten ist eine Leiter, aber da komme ich nicht mal dran. Okay, Phil, ich habe dann unten nochmal eine Leiter hingemacht. Du hast ja gesagt. Ja. Okay, gut, dann geht das Jump'n'Run los, würde ich sagen. Also das ist gerade bei der Leiter. Hier oben ist nichts irgendwie. Oh je, das denn? Was so, ich gucke jetzt mal. Hier gibt's rein gar nichts irgendwie. Hm, also ich brauche mal eine Schlüsselkarte. Erstmal die ganzen Kisten auf dem Weg abklappern. Da sehe ich da was. Das sind irgendwie nur so Umrisse. Ich habe keine Ahnung, ob es da was gibt. Zur Erklärung, ich habe da vorhin schon was gesehen. Und zwar kann man hier unten lang. Warum ich jetzt im Game Mode 1 bin, es gibt ja falsches Wasser, also was Schaden macht. Und auch falsche Lava, was eigentlich keinen Schaden machen sollte. Aber hier ist es jetzt so, wenn ich die falsche Lava platziere, was das dann auch gemacht hat, in den Game Mode 0 gehe, sterbe ich halt instant. Also eigentlich müsste man da lebend und ohne Schaden zu bekommen durchkommen. Also mal schauen, was hier so hinterkommt. Ich glaube mal, da kommt... Oh je. Ein Dropper, das denn? Eieiei, was machst du denn hier? So, ich habe jetzt gleich endlich mehr. Den das Weg Wasser. Geschafft, hoffe ich einfach mal. Oh, die Level 1er Keycard. So, ich mache jetzt mal... Echt, hast du sie? Ja, hab sie. So, ich habe auch den Dropper geschafft. Perfekt. So langsam müsste ich doch auch mal die Level 1 haben. Jawohl, hier ist der. Soll ich mich umbringen, Dustin? Ich habe da hinten in der Ecke ein kleines Loch runtergemacht. Ach so, okay. Ja, alles klar. So, okay. Oh nein, hier ist so ein komisches Rätsel. Okay. Hier sind Knöpfe. Rätsel. Hier ist einfach alles random verbaut. Ja, komme ich endlich mal ins Haus rein. So, auch mal drin, nach Ewigkeiten gefühlt. Oh je, was ist hier? Jetzt gibt's da Kisten ohne Ende, mal wieder. So wie man das denn kennt. Ja. Yeah. So, da sind noch Kisten. Eieiei. Wow. Hier sind auch Spinnnetze und so weiter. Was haben wir hier noch alles? Da ist eine Kiste. So, die Frage ist halt tatsächlich, was das für ein Rätsel ist. So, da ist leider nichts. Schade, manche Kisten sind echt gut platziert. Okay, hier ist auch nichts. Hier ist ein Labyrinth anscheinend. Oh mein Gott, und wo geht's jetzt da lang? Durch ganz viele Spinnnetze. Wie sieht's bei dir gerade aus? Ich bin immer noch hier unten. Okay. Ich bin jetzt bei Wasser. Mal schauen, was ich hier dazu brauche. Also hier ist so ein komisches Rätsel von dir, aber ich weiß halt nicht, okay, was ich damit anfangen soll. Was? Ich booste einfach. Ich werde aus der Welt fliegen. Hä? Das ist jetzt ziemlich komisch. Okay. Was war das denn? Irgendwie? Naja. Okay, das Rätsel verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ach, da ist halt ja auch noch hoch. Ja. Also ich muss nichts abbauen oder so, ne? Ich kann dir ja einen Tipp geben, Dustin. Ja. Also man muss ganz genau Ausschau halten. Es ist nicht unbedingt, man kann es nicht unbedingt direkt sehen. So, aber ganz genau alles anschauen im Raum. Dann wirst du auch noch drauf kommen. So, ich bin jetzt übrigens schon oben bei einem Jump'n'Run mit Leitern. Und ich sterbe aber leider. Schade, okay. Ich kann ja mal... Nein, okay, ich weiß jetzt, wie ich es mache. Ich springe, glaube ich, mal von dem direkt auf die Leiter. So, du hast ja schon unsichtbare Blöcke gesehen. Also, das war schon ganz richtig. Die unsichtbaren Blöcke, damit hat es auf sich. So, jetzt aber diesmal endlich hier. Und dann auf die Leiter. Jawohl, hier hoch. Und wo, was habe ich jetzt hier? Okay, da ist eine Truhe. Und ich habe den Ackenkoffer. Nice. Nein. Sehr schön, Leute. Toll. Ich hatte auch schon die dritte. Aber das denn, ich schaue dir jetzt noch zu. Also ich habe echt schon jetzt lange gesucht. Wir schneiden das natürlich alles immer zusammen. Aber ich war halt schon bei der 12. Minute. Hier hinten ist noch ein unsichtbarer Blick. Ah, hast du den auch mal gefunden? Oh mein Gott, das denn. So, endlich Level 2. Ja, oh, da stand sogar noch was. Ich glaube 3-2 stand da. Willst du das jetzt ernsthaft nochmal machen? Ja, ich muss es halt machen, sonst habe ich den Code nicht für später. Okay, da steht 2-4. So, dann gehen wir erstmal hoch und jetzt gucken, was uns erwartet. Das, was das denn macht. Ja, jetzt bist du endlich weitergekommen. Okay, hier ist auch etwas. Ah, vielleicht ein Jump'n'Run, ich weiß nicht. Könnte natürlich sein. Könnte sein, ja, ich probiere es einfach mal aus. Da geht's weiter. Da hat er vielleicht echt was gefunden. Oh, da geht's hoch. Oh je.
Da drin, da ist ein... 2400. Nein, schade, bringt nichts. Okay. Das also, bringt nichts. Hier ist wahrscheinlich die Truhe, wo ich den Code brauche. So, jetzt brauche ich nur noch die Level 3er Keycard. Also hier geht's, glaube ich. Die in der Truhe, denke ich mal, drin ist, ja. Ja, natürlich, aber es gibt so viele Wege. Dann gehe ich jetzt hier einfach mal durch. Oh je. Ja, das kannst du machen. Mal schauen, ob du da irgendwas findest. Nice. Das sieht echt schon mal gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. So, die Frage ist, hier ist halt, glaube ich, tatsächlich gar nichts. Nein. Oh je, Leute, Leute. Ich guck, glaube ich, lieber von außen. Okay. Als Tipp sag ich dir, ist es in einem Feuerraum. Oh nein. Ja, wer hätte das gedacht? So, da muss irgendwas sein, aber... Wo? Ey, man stirbt so schnell, man hat gar keine Chance. Ja, aber so groß ist der Raum dafür nicht, aber so viel gibt's ja dann nicht mehr. Vielleicht, weißt du, oder hast du schon übersehen? Also ich denke schon, dass du schon was übersehen hast. Du hast 10 Schläge frei, um die Feuer wegzumachen. Also 10 Mal darfst du Feuer wegmachen. Okay, mache ich jetzt 1. Ja. 2. Okay. 3. Oh je, oh je. Da hat er auch mal endlich was gefunden. 4, 8, 2, 4, 4, 8. Okay, perfekt. So, jetzt brenne ich hier natürlich. Jetzt Jump'n'Run richtig gut damit. 2, 4, 4, 8. Nein. Level 3. Okay. Oh, weiter das sind, geht's. Ja gut. Komm, dann hier hoch. Und jetzt erwarte dich nochmal. So, ich kann dir sagen, auf dem Haus ist nichts. So, brauche ich da... Weil, mich hätte es nicht gewundert, wenn da noch ein Schild gehangen hätte mit noch einem Code oder so. Ja, das kann natürlich sein. So, aber hier steht, glaube ich, noch was dran. Da waren auf jeden Fall noch Schilder, verdammt. Er geht aber da hoch. Ja, nice, das sind. Da stand übrigens nur auf dem Schild, dass man sich auch TP'en kann mit dem Code. Aber gut, das lohnt sich jetzt eh nicht mehr für dich. Das sind ist jetzt auch mal gleich da. Ich so, bin gleich endlich nach einer gefühlten Ewigkeit. Ich meine, ich guck mal nach unten, da seht ihr. Das ist echt schon hoch. So, das sind. Jetzt musst du auch nur noch den Dropper schaffen. So, das geht eigentlich ganz einfach. Und... Nein! Da kommt Dustin. Ja, oh mein Gott, geschafft, perfekt. Und er hält jetzt auch den Aktenkoffer. Sehr nice. So, endlich geschafft. Ey, das war echt noch... Oh ja. War noch ein bisschen anstrengend. Also diesmal war es nicht so knapp. Ihr könnt ja mal schauen, wie letztes Mal die Folge ausging. Gerne auf unseren beiden Kanälen einfach abchecken. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch jetzt mal gerne tun. Und falls ihr noch mehr Folgen sehen möchtet, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Könnt noch bei uns alle Instagram, Snapchat-Links abchecken, unten verlinkt. Und wir sehen uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao. Tschö.